Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Test Little Kitty Big City. Wir haben jetzt von der Entenmama was eine Aufgabe aufbekommen. Wir können uns hier auch eine Karte anschauen. Ja, vielleicht finden wir sie. Guck mal, hier ist auch ein. Da! Hey, das funktioniert nicht total. Sogar mit einem richtigen Ausgang. Das ging schnell. Es wäre nicht schnell gegangen, aber es hat einen kleinen Raumzeitvorfall gegeben. Naja, ein Grund zur Sorge. Ein kleiner. Im Verhältnis zum gesamten Multiversum war es absolut unbedeutend. Nur eine ganze kleine Reihe von Wasserrohrbrüchen, die aus der Zukunft des anderen Universums die jüngsten Vergangenheit des Universums gefallen sind. Moment mal, kam da das ganze Wasser her? Ich hatte die Jahre Raumzeit verwendet, obwohl ich eine quadratische Raumzeit hätte benutzen sollen. Lächerlich, oder? Willst du einmal versuchen? Ich brauche einen Versuch. Kumpel. Die drastische Raumzeit ist doch sicher, oder? Quadratische Raumzeit, obwohl eine drastische Raumzeit bestimmt auch sehr interessant wäre. Sind die beiden jetzt sicher? Ich denke schon. Wenn wir das hier zum Lauf bringen, kannst du damit stimmt durch die Stadt reisen. Ich bin dabei. Sag noch nicht nein, lass mich erstmal ausreden. Und jetzt bin ich dabei. Aber ich habe ja gesagt. Erst einmal gibt es. Moment, was? Ich habe ja gesagt. Echt jetzt? Ich bin neugierig. Jo, das ist aufregend. Du wirst es nicht bereuen. Brauchst du wieder Federn? Dieses Mal nicht. Meine erste Reise war so kurz, dass ich nicht alle verbraucht habe. Ich habe noch eine übrig. Spring rein. Also gut, dieses Mal wird das funktionieren. Mehr oder weniger. Na, so etwas. Du bist wieder da. Ich dachte, ich hätte dich verscheucht, als ich am Fenster hochgesprungen bin. Was? Meine Güte, du hast mir einen ziemlichen Schreck eingejagt. Entschuldigung, tut mir leid, ich bin immer so aufgeregt, wenn jemand zu Besuch kommt. Du bist ein Hund, oder? Nur der super duper beste Hund überhaupt, das sagt mein Mensch immer. Das ist schön, dich richtig kennenzulernen. Ich wusste gar nicht, dass der super beste Hund ein offizieller Titel ist. Ah, vieles kennst du nur. Vielleicht kennst du mich unter meinen anderen Titeln. Die knautschigste Klatschkartoffel oder der flauschigste kleine Stinker. Warte mal, meine Besitzer hat gesagt, ich bin die knautschigste. Bist du dir sicher? Ganz sicher, ich weiß doch, wie sie es mir mehrmals gesagt als ich mir die Nase den Bauch, als sie mit der Nase den Bauch gestreichelt hat. Donnerwetter, muss dieser Preis mehrere Kategorien haben. Ich freue mich, eine andere Kartoffel zu treffen. Ich mich auch. Jedenfalls war es toll, mit dir zu plaudern. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Halt, geh nicht weg. Ist etwas passiert? Kannst du mir helfen, kleine Kartoffel? Wobei brauchst du Hilfe? Ich habe meine Bälle verloren. Meine Tennisbälle sind verschwunden. Komm, ja, dann zeige ich es dir. Sieh mal, keine Bälle. Das ist vielleicht eine dumme Frage, aber sind sie nicht direkt hinter dir? Was? Oh, nee, nein. Das sind nur meine normalen Lieblings-Tennisbälle. Hier geht es um meine ganz besonders allerliebsten Lieblingstennisbälle. Da besteht ein großer Unterschied. Was ist mit ihm passiert? Oh, also, es ist so, Tanuki hat mir ein Geschenk gebaut. Ah, lass mich raten, es gab einen Zwischenfall wahrscheinlich. Nicht sofort, das war so cool. Ich konnte Tennisbälle in die Maschine legen und sie hat sie für mich geworfen, während mein Mensch auf der Arbeit war. Das klingt wirklich schön. Es war perfekt. Eine Zeit lang. Aber eines Tages hat die Maschine rebelliert. Die Bälle flogen überall hin. Dann fingen sie ein bisschen zu brennen an. Die meisten habe ich wiedergefunden. Aber meine allerliebsten Lieblingsbälle fehlen noch. Und die Maschine? Ich habe sie verbrüht. Aber sag es bitte nicht, Tanuki. Sie wäre so traurig. Und kannst du mir bitte helfen, meine Lieblingsbälle zu finden? Ich wäre dir so dankbar.
Na klar. Wann erkenne ich diese? Wann erkenne ich, dass es deine Blitzbälle sind? Sehen nicht alle Tennisbälle gleich aus? Überhaupt nicht. Sie unterscheiden sich alle leicht voneinander. Der Geruch, Geschmack, Textur, die Persönlichkeit. In dem Fall bin ich mir nicht sicher, ob ich die Lieblingsbälle vom Rest unterscheiden kann. Naja, meine Lieblingsbälle haben außerdem noch einen runden Regenbogen. Noch einen bunten Regenbogenstreifen. Okay. Das ist doch mal eine Beschreibung, mit der ich arbeiten kann. Soll ich sie herbringen, wenn ich sie finde? Ja, bitte, leg sie einfach in das Loch vor mir. Dann kann ich sie gut bewachen. Wird gemacht, große Kartoffel. Du bist der Hammer, kleine Kartoffel. Was ist das denn? Nickerchen machen. Oh, gut schlafen. Einfach mal kurz Nickerchen machen. So. Fisch ausgeruht. Da brauche ich nicht hochzuklettern. Das Portal ist noch nicht mit dem anderen verbunden. Wenn du mir eine Feder gibst, kann ich es verbinden. Ich habe keine Feder. Nicht da irgendwie. Du schaffst das! Uff. Und wir haben einen Fall. Wir haben einen der Bälle. Da, bitteschön. Na, gehst du da rein? Gehst du da rein? Geht doch. Wahrscheinlich sind die Bälle alle hier in der Nähe, sonst könnte man das schlecht machen, denke ich. Aber sie sind wahrscheinlich gut versteckt. Das Wasser, da komme ich nicht weiter. Ich muss irgendwie da aufs Dach kommen. Aber ich weiß noch nicht, wie. Wo komme ich eigentlich hin? Zurück. Und hier falsch eigentlich. Das war eine Dose. Links. Nope. Ist hier irgendwo ein Eimer? Warum muss ich da jetzt hoch?
Warum komme ich dann hier hoch jetzt? So, halt ich doch fest. Ich bin ein wenig... wieder zurück. Warum hält die sich nicht da fest? Mann, oh. Zurück. Geht der Weg hin vielleicht? Geht's mal doch mal hier lang. Das haben wir auch noch nicht gesehen gehabt, das Teil hier. Was haben wir denn hier? Wir müssen noch mal hier durch, vielleicht klappt's hier. Dieses breitbeinige Runterfallen, total süß. Hm.
Staubzeug ist. Ob ich da irgendwie hochkomme? Aber egal. Dass man jetzt einen Meter weit laufen muss. Auch Sandwiches. Frische Sandwiches. Mehr als nur einen Meter. Deswegen warten wir mal ab. Ah, der Glitzerfunken kommt jetzt auch da an. Wissen wir, warum der glitzert. Hab dich! Oh cool, er hat jede Menge Zeug da gehabt. Werden jetzt nicht mehr dahin
vier Federn. Das sollte erstmal dann. Definitiv mehr Federn eigentlich, aber das machen wir mal so nach und nach. Stylische Accessoires tragen. Danke, dass du dich auch gekauft hast. In einer sehr aufmerksamen Krähe. Allerdings, es war schön, dich wieder zu. Themenwechsel. Hast du schon von meinem glorreichen neuen Geschäft gehört? Das heißt, blinken ist für Mützen. Kaufst du jetzt Mützen? Keineswegs. Aber es heißt, Blinkies für Mützen. Ha, das ist das Gefühl daran. Ich kaufe keine Mützen, sondern Zugang zu Mützen. Mützen nehmen, nämlich in diesen kleinen Automaten. Und die Hilfe des Mützen geht die geheime Weisheit, um diesen Automaten zu bedienen. Lass mich raten. Aber klar, natürlich, nur ich, Krähe, kann das uralte Krähenritual ausfüllen, bei dem man eine Marke einwirft, um einen Kopf zu drehen. Das geht aber nicht so schwimmen. Womit wir beim Thema wären, mein Vorschlag lautet wie folgt. Für 5 kannst du eine Krähe, also mich, anheuern, die dir eine Münze besorgt. Also verkaufst du doch Mützen. Nein, ich bin der Vermittler. Der innerhalb eines Rust-Road-Working-Systems agiert. Mit einem Tauschgeschäft namens Blinkies für Mützen. Ja, aber nur weil Blinkies für Zugang zu Krähen. Aber nur weil Blinkies für Zugang zu Krähen, die Zugang zu Mützen haben, in Marktforschung schlecht abgeschnitten hat. Wenn ich also 5 bezahle, bekomme ich eine Mütze. Du übersiehst die subtile wirtschaftliche Realität meiner Idee, die Regulierung der Mützenmarkt. Ich reguliere die Mützenmarkt. Also, willst du jetzt eine Mütze haben oder nicht? Ja, ja, bitte. Bitte sehr. Eine Belohnung für meine Mütze. Okay, wir haben jetzt noch ein paar mehr, aber wir heben die uns auf. Das wäre was Interessantes. Da ist die Glück im Land. Ich wollte es gerade noch sagen, aber ich habe es dann total in meinem Bahn vergessen. Was haben wir denn hier? Aussetzen, dann machen wir die da. Die sieht nicht gut aus. Und wir sammeln noch mehr von diesen Münzen, die wir gebrauchen. Aua! Er braucht schon Bargeld, genau. Thank you.
umweltfreundlich, ne? Wird noch einen links gehabt. Peter, auf gewesen. Ich könnte jetzt aber halt unendlich viel an Kopfbedeckung holen. Ha! Erwischt! Ich hab's halt gerne so, dass ich genug allen habe, damit ich halt überall hin kann, wo ich hin will. Aber wir haben schon 26, deswegen würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ciao!